sehen. Aber wie gesagt, ne, müssen wir mit Papa nochmal reden. Der guckt sich das auch ganz, das Ganze auch an. War er dabei oder ne? Nächstes Jahr? Ja, sicher. Also, wenn es die Hafenheld nächstes Jahr gibt, haben wir hier auf jeden Fall den ganz jungen Nachwuchs und den, der dann erstmal vormachen muss. Ich bin gespannt. Also, die Hafenhelden 2018 mit großen Schritten gehen wir in Richtung Finale und jetzt können gerne nochmal Handys oder Kameras gezückt werden, denn die werden ja auch gezückt von unseren Kollegen und Partnern von Optik Ulich hier aus Duisburg, die das Ganze live, nein, nicht ganz live, aber sie schneiden es auf jeden Fall mit und das Ganze wird dann auf dem YouTube-Channel der Novitas online gestellt und jeder Lauf, auch aus den Qualifikationsläufen, kann dann dort nochmal gesehen werden. Und auch der, der jetzt gleich kommt, Marcel Pascharidis, der ist dort schon zu sehen und den wird man heute Abend definitiv nochmal sehen können, denn er wird jetzt gleich eine Bestzeit von 30 Sekunden, ein paar Hundertstel irgendwie brechen müssen. Und wenn ich mir das so angucke, ja, da hat so einen leichten Tunnel drin, hat er auf jeden Fall. Ich glaube, der André macht gerade noch ein bisschen Facebook Live hier. Ja, wir sind gerade mal auf Facebook Live hier kurz. Okay, finde ich großartig. Kann man uns da beide noch sehen? Hallihallo, ne? Sag mal was hier. Bester Mann am Mikrofon hier am Duisburger Innenhafen. So, hier ist auch schön voll geworden. Ich gehe wieder hoch. Wir haben jetzt den letzten Läufer am Start. Das ist der Marcel Pascharidis. Er hat einige krasse Parcours-Erfahrungen schon gemacht. Hat auch am Sonntag hier die Bestzeit hingelegt. Und genau jetzt werden wir ihn jeden Moment bei uns im Parcours sehen. An dieser Stelle nochmal kurz die Information. Sobald er durch den Parcours durch ist, haben wir den Hafenhelden 2018. Der Dennis hat sich auf jeden Fall schon mal den zweiten Platz gesichert. Marcel hofft jetzt natürlich auf 3000 Euro und den ersten Platz. Und nochmal kurz die Information. Es ist nicht direkt vorbei danach. Wir werden noch locker bis 22 Uhr, vielleicht auch bis 24 Uhr hier für euch sein. Der Bierwagen ist da, Musik ist da, macht noch ein bisschen Party mit euch. Und aber jetzt, André, lass uns nochmal auf die Zeiten gucken. Einmal noch. Ja, Marcel. Der Puls muss dahin, wo er hingehört. Wir haben hier Zeiten von 30,47. Dennis Kubon. Dann haben wir Robin Schmitz, 36,0. Matthias Schmitz hat 40,98, aber davor ist noch Christoph Gärtler mit 38,50. Das heißt, 38,50 muss Marcel jetzt schaffen, um unter die ersten drei zu kommen. Und da schaut er sehr optimistisch in Richtung Publikum. Und das Publikum wird mit Sicherheit gleich nochmal stellvertretend für alle Kandidaten, die bei den Hafenhelden dabei sind, richtig ausflippen und nochmal einen richtig großen Applaus geben. Also, ihr Lieben, Finale ist angesagt bei den Hafenhelden 2018. Die Premiere hier im Duisburger Innenhafen. Und wir sind gespannt, ob wir die Hafenhelden nochmal hier erleben werden oder in einer ganz anderen Stadt in Deutschland. Ich hätte Bock drauf. Ihr, glaube ich, auch. Und ich glaube, an den Athleten wird es definitiv nicht scheitern. So, ihr Lieben, ich hole mir einen Sonnenbrand auf der rechten Seite, schmier mir das ein, das Gesicht und sag André, von mir aus. Ja, also fragen wir mal die Zuschauer, habt ihr Bock jetzt den letzten Lauf von Hafenhelden 2018 zu sehen? Da macht mal ein bisschen Lärm. Komm. Oh. Die haben schon ihre Handys in den Händen. Du weißt, wie das ist, André. Ja, ich weiß, wie das ist. Ich fühle mich auch ein bisschen schwierig hier mit Handy, Mikro, allem drum und dran. Ja. So, der Marcel bereitet noch seine Schuhe vor. Der weiß, dass wir das morgen alles abbauen müssen und schön dann... So, wir sind bereit, du bist bereit. Wünschen dir nochmal alles Gute für deinen Lauf. Die Bestzeit wurde aufgestellt von Dennis. Und die Zeit ist 30,47, die gilt es zu schlagen. 30,47, dann das ist eine Hausnummer. Dann hat er 3000 Euro im Sack, Marcel Pascharidis. Und 1000 hat er definitiv im Sack, wenn er die 38,50 von Christoph Gärtler toppt. Wir können starten. Ja, einen Moment. An dieser Stelle nochmal kurz die Information. Am Cargonetz gab es gerade etwas Verwirrung. Der Felix hat wohl in die roten Bänder gegriffen. Das ist nicht erlaubt. Die rot-weiß markierten Seile vom Cargonetz sind vollkommen tabu. Ja, der ist hier raus, ja. Wir kriegen das Go aus der Regie. So, alles klar, Marcel. Dann nochmal alles Gute für deinen Lauf.
Und dann heißt es nur noch, auf die Plätze, fertig, los! Viel Glück und Applaus für Marcel Pascharidis! Oh, er ist sehr schnell am ersten Hindernis. Sehr fix geht er durch Spiderweb. Brutal, brutal. Auch er springt direkt ans letzte Seil, geht über die Chain of Pain. Er ist jetzt erst bei 13 Sekunden. Er ist jetzt erst bei 13 Sekunden. Jetzt am Cargonetz. Auch das macht er ohne Probleme. Sekunde 20 ist erreicht. Jetzt am Todesbalken. 23 Sekunden, 26 Sekunden, 27, 28. Komm, durch, 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 durch. Und das wird die zweitbeste Zeit. Großen Applaus! Oh, 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 Junge, 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 er ist tot, glaube ich. Ah, ah. Marcel, geil, geil, geil. Freunde, ihr habt die Hände frei, oder? Großen Applaus, Marcel, für alle Teilnehmer der Hafenhelden! Dankeschön, danke, dass du da warst. Ey, du warst so unfassbar schnell, aber ich glaube, Dennis war doch noch mal ein bisschen... Woran hat es denn gelegen? Was denkst du denn? Ja, woran hat es gelegen, ne? Sagt immer, woran hat es gelegen, ne? Ne, am Ende ein bisschen gestruggelt. Ich habe den Schwung nicht mehr bekommen. Bullshit. Das hat man gesehen an der letzten Schlaufe, da hingst du quasi nur noch runter. Aber trotzdem, ey, extrem geiler Lauf. Vielen Dank, dass du da warst. Hoffentlich sehen wir dich nächstes Jahr wieder. Und 2000 Euro, da habt ihr doch auch einiges für die WG, oder? Das ist ein Bild, zwei Sieger stehen hier nebeneinander. Mega geiles Event auf jeden Fall. Ich wollte mich nochmal bedanken. Ich glaube, von allen Teilnehmern, die hier mitgemacht haben, mega coole Option, einfach sich auszutesten, den Wettkampf mitzunehmen, so ein bisschen Ninja Warrior Feeling mit einfach zu nehmen. So auch, ich meine, man macht es nicht jeden Tag. Man hat nicht jeden Tag die Möglichkeit, durch so einen Kurs zu gehen. Und mega cooles Event. Danke an Unlimited und danke an die Noltas BKK. War mega geil und Glückwunsch. Auch Glückwunsch an den Dritten, du. Oh shit. Ja, damit haben wir jetzt unsere ersten drei Platzierten. Auf Platz Nummer 1 haben wir den Dennis, auf Platz Nummer 2 den Muzzle und auf Platz Nummer 3 den Robin. Ja. Und gefühlt alle sind sie natürlich Erste, deswegen nochmal einen großen Applaus für alle, die sich hier den Allerwertesten aufgerissen haben bei den Hafenhelden 2018. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr die Athleten unterstützt habt.